wollen Gas. Zocker mit Herz und die volle Dröhnung ab jetzt. Moin und herzlich willkommen. Hier ist Phil, euer Zocker mit Herz. Und bevor das Video losgeht, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, ihr findet mich unter zocker.mit.herz auf Instagram. Und so, wir sind wieder bei Elden Ring. Ein kleiner Guide, der ist für mich sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob er euch auch hilft, ob ihr das braucht. Und zwar sind wir in der Tafelrunde und Tafel der Gnade. Und hier in diesem Ort stand immer der schöne Kleriker mit der Glatze in gelben, in der gelben Kutte, Korhün oder Korhühün, wie man ihn noch immer ausspricht. Ich schreibe auf jeden Fall genau mal, wie man den ausspricht, in der Videobeschreibung. Und das Problem bei dem war, der hat halt Zauber bzw. Anrufungen angeboten und man konnte dem, wie so vielen anderen Klerikern, ich kenne nur einen, und zwar die Schildkröte, diese Bücher geben, die Gebetsbücher. Ich glaube, ich habe ihm mindestens zwei gegeben und da waren für mich wichtige Zauber dabei, vor allem einen, den ich für meine Radan-Bossfight-Taktik genommen habe. Muss man nicht, kann man, werde ich vielleicht auch noch ein Video zu machen, wenn ihr das wünscht, schreibt es in die Kommentare. Und naja, das hat mich halt geärgert und ich konnte nirgendwo anders an die Zauber rankommen. Hier stand er und er kommt auch einfach nicht wieder, weil er jetzt sich irgendwo befindet und ja, auf einer Quest, wo wir ihn glaube ich auch helfen können bei. Aber ja, wo ist er? Und zwar hier, ne, wir sind Tafel der Gnade. Hier ist Limgrave, unten rechts ist Khalid und hier ist Leonia, weiter geradeaus hoch. Je nachdem, was ihr hier schon freigeschaltet habt, hier ist großer Aufzug von Dektus, ne, da ist der Aufzug. Hier ist das Altusplateau. Je nachdem, was ihr für Punkte freigeschaltet habt. Aussichtshügel des Erdenbaums. Und ganz wichtig, hier müssen wir hin. Wenn ihr den Punkt nicht habt, ne, dann müsst ihr einfach von hier die Straße hoch. Und zwar ist das die Kreuzung des Altushochstraße. Das Lustige daran ist, wenn wir jetzt hier reinskippen, da wo wir auch hin müssen, zeigt er an, dass wir im Altusplateau sind. Ist ja auch vielleicht auch nicht ganz falsch, aber ne, das ist ja der andere Spot da unten. Also lasst euch nicht irritieren. Portet bitte hier hin. Oder geht hier hin, so, wo die große Brücke ist. Kreuzung der Altushochstraße. Nicht hierhin. Altusplateau. Ne, auch wenn es gleich steht, wenn man da portet, hierhin. So, dann seid ihr hier. Sattel auf. Und dann hier geradeaus, rechts die Straße hoch. Dann ist hier, wenn ihr es noch nicht habt, ein Erdenbaum. Da könnt ihr eine Saat, einen kleinen Erdenbaum, eine kleine Saat mitnehmen. Dann sind bei mir zumindest drei kleine Dudes hier. Die macht ihr natürlich platt, damit die euch nicht auf den Keks gehen. Einmal ein Hieb machen, warum er den Hieb eben nicht gemacht hat, weiß ich nicht. Zack, weg sind hier. Einmal ein bisschen looten. Zack. So, und hier ist der gute Dude auch. Der liebe Korhin. Und ja, ich habe mir die wichtigen Zauber, die ich für wichtig empfand und brauchte, den Rest werde ich auch noch kaufen. Ja, habe ich gekauft. Hier, das war für mich der wichtige, die schwarze Flamme. Und ja, der ist auch nicht schlecht. Große Heilung. Oder die ganzen Blitzfestigung, Flammenfestigung, Magiefestigung und Gegengift. Die sind halt richtig sick. Und was lustig ist, da kann man auch verhältnismäßig große Gegner zurückstoßen, ist das hier. Man kann sie aufladen, man kann sie aber auch kurz einmal kurz tippen und dann aktivieren. Braucht nicht viel FP, macht zwar auch kein Damage, aber bis jetzt habe ich schon verhältnismäßig große Gegner damit zurückstoßen können, beziehungsweise dass sie sogar hingefallen sind und dann konnte ich sie matchen. Und hier, ich weiß nicht, was jetzt hier noch kommt, müsste ich nochmal quatschen. Ich hatte ihn schon mal angequatscht. Da geht es dann um irgendeine Quest, die er zu erledigen hat. Deswegen er noch nicht zurückkommt. Wenn die Quest erledigt ist oder wir ihm dabei helfen können, dann kommt er wieder zur Tafelrunde zurück. Das habe ich aber, wie gesagt, auch noch nicht. Ja, und dann habt ihr ihn gefunden und könnt die Zauberanrufung kaufen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Mir war es auf jeden Fall sehr wichtig. So habe ich auch Radan erledigt. Second Try, also ich habe ja vorher schon mal probiert, wenn meine Let's Plays verfolgt, wenn die bis dahin schon draußen sind. Aber ja, ich habe als ich dann alles hatte und so meinen jetzigen Stand, habe ich ihn nach dem Second Try erledigt. Wenn ihr das sehen wollt, vielleicht mache ich es trotzdem auch, wenn ihr es nicht sehen wollt, ja, habe ich ihn erledigt und habe die coolen Zauber. Yeah. Und die kann man auch verhältnismäßig kurz casten, zack. Ne? Und ja, es erinnert mich auch ein bisschen an Naruto bzw. an Sasuke mit dem Amaterasu, mit der Flamme, die, wenn die einmal brennt, nicht mehr ausgeht. Ist hier nicht ganz so leider, aber ein bisschen brennt sie nach, wie halt Feuer normal. Und ja, fliegt verhältnismäßig flach zwar, aber weit. Und den Zauber finde ich halt mega sick. Und so viel FP verbraucht er nicht. Es geht. Und dafür, dass ich ein bisschen unter 100 habe, ist das ganz okay. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Ihr habt ihn auch gesucht. Und ja,
Ich bin raus, bleibt schön gesund und tschö mit Ö. Wenn ihr jetzt Wunschthemen für Videos habt, ob explizit für Dying Light 2 oder für was anderes, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten sage ich nur, bleibt bitte alle schön gesund, startet jeden Tag mit einem Lächeln und tut eurem Zockerherz was Gutes. Zockerman-Herz, ich bin für euch da. Zockerman-Herz, keep your head up. Zockerman-Herz, and may the force be with ya. Always.